Heute erzählen wir euch das Märchen von Rotkäppchen und dem guten Wolf. Es war einmal ein Mädchen mit einem roten Baseballcap. Eines Tages sagte ihre Mutter: Bring deiner Oma Gemüsesaft aus dem Bioladen und ein gutes Brot, denn sie ist krank. Die Oma wohnt im Wald, eine halbe E-Bike-Stunde vom Dorf. Rotkäpp packte alles ein und machte sich auf den Weg. Nach einer Weile sah sie auf einer Lichtung eine Tomatenpflanze. Sie naschte von den großen, herzförmigen Früchten und war begeistert. Hier begegnete ihr der Wolf. Mit seinen großen Augen blickte er auf die wunderschöne, herzförmige Tomate. Er fragte: Kriege ich auch was zu fressen? Rotkäpp gab ihm eine Tomate und sie schmeckte dem Wolf. Sie nahm die Tomate und den Wolf mit nach Hause. Der gute Hauswolf, die Tomaten und Rotkäpp lebten fortan zufrieden und glücklich im Dorf bei der Mutter. Dort bauen sie unter biologischen Richtlinien die Herztomate aus dem Wald an. Ja, was passierte eigentlich mit der Oma? Ein gut gebauter, starker Jäger, der bereits in Rente war, ging am Haus der Oma vorbei. Er hatte zufällig einen Gemüsesaft aus dem Bioladen dabei. Durch das Fenster sah er die kranke Oma. Er gab ihr etwas von dem Saft und die Oma wurde wieder gesund. Dann heirateten die Oma und der Jäger. Sie besuchen das Rotkäpp und den guten Hauswolf nun etwas öfter, denn dort gibt es immer leckere Tomaten. Eine Biotomate für den guten Hauswolf, eine Biotomate für die Oma und eine Biotomate für den Jäger. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die robuste Sorte Märchenfrucht ist sehr ertragreich und die Früchte werden schnell reif. Daher ist sie auch für draußen sehr gut geeignet. Wähle einen sonnigen, geschützten Standort. Sie wird nicht allzu groß und ist sehr schlank, auch perfekt für deinen Balkon. Die gelb-orange-roten Früchte in Herzform sind wenig tomatig. Hier erkennst du, dass die Tomate eigentlich eine Tropenfrucht ist. Sie hat exotisch fruchtige Geschmacksaromen und ist sehr süß. Mit dieser Tomate holst du dir Südamerika nach Hause. Viel Spaß dabei!